Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Random Shit mit dem Krian. Hi Krian. Hallo Yogi. Und wir spielen Battle Ride Royale, ein MMO. Lass uns mal rausspringen und hier nach links gehen, dahin. Okay. Was heißt dahin? Ja, das. Ich habe gedacht, ich kann irgendwie markieren. Ja, ich sehe dich, du bist ein blauer Punkt. Oh, da rechts ist noch wer, links ist noch wer. Oh, ich bin hier direkt beim Shop gelandet. Ja. Das bist du? Hallo, ja, das ich bin du. Bei dir. Los geht's. Angriff. Ein Battle Royale MMO, also ja, so wie Dota, LOL oder ähnliches. Und man hat so verschiedene Champions, die verschiedene Dinge finden können und damit... Also wie LOL oder Dota? Ja, wie LOL oder Dota. Und ja, das ist jetzt auch Free-to-Play. Und ich glaube, man sieht einen nicht, wenn man in einem Gebüsch steht. Also wir müssen da aufpassen. Da bist du... das ist aber lustig aus. Das ist unsere allererste Runde. Wir haben davor nur das Tutorial gemacht. Ich habe alle fertig gemacht. Ich auch, also das Tutorial. Links von uns ist schon die Map-Grenze. Also, ja, dann lass uns aber mal nach links gehen und gucken, ob wir da was looten können. Gibt's hier. Oh, hier ist was. Ich hab was. Verdammt. Hier in dem Gebäude sind Dinge kreieren. Ja, ich wollte mein Schaf holen. Mein E ist cool. Also Gebäude kann man looten. Hallo. Ein Air. Aber denk dran, neben uns ist direkt die Map. Wenn du da rangehst, bekommst du Schaden, gell? Nee. Noch nicht. Noch nicht? Ah, nee, in 45 Sekunden, I see. Oh, hier ist ein roter Orb. Den muss ich erstmal links shiften. Killing Spree. Oh, da ist schon wieder ein Killing Spree. Toll, Krian. Warum haben wir das nicht? Weil wir scheiße sind. Ach so, ja gut, darfst du, ist jetzt... Oh, ich habe hier ein besseres E bekommen. Krian, hier liegt noch eine E-Fähigkeit. Ja, ich werde hier mal ganz kurz dieses Ding hier freischalten. Erst schalte du mal dieses Ding frei. Ich hoffe, du hast deine Hacking-Skills bereit. Sehr gut. Ich prüfe hier noch auf den Ort Glücksschlüssel auf. Und was weiß ich alles. Ich habe ein Schaf-Medaillon. Ich habe ein Schaf. Nimm ich auch mit. Ganz viele Fähigkeiten. Ja, wir haben, wie gesagt, nur das Ding gespielt. Oh, ja, wir müssen hier raus. Kommt die Zone oder was? Denke ich mal, weil in 1.16 geht's weiter. Außerdem würde ich gern mindestens eine Person sehen, dass wir direkt sterben. Ach so, ja gut. Ich würde ja sagen, spring von irgendeinem hohen... Ah, das bist du. Alter, Digga. Truhen erscheinen in diesem Gebiet in 30 Sekunden. Hier ist was zu heilen. Dann lass doch mal hier rechts unter uns. Kann ich irgendwie pingen? Nein, kann ich nicht. Zu der schimmernden Kling. Wälder. Genau, rechts oberhalb der schimmernden Wälder würde ich ja mal hingehen, da erscheinen Truhen. Wieso reitest du nicht dein Pferd? Oh, hier ist was. Weil es Karotten kostet. Ach so. Also gehe ich zumindest mal von aus. Da vor uns sind Gegner. Fight, Krian, fight! Wir mischen uns ein! Der ist gut. Ja, ich bin schlechter. Ich bin tot. Wow. Ah, ich wurde bezwungen, aber ich kann das Schaf entflüchten. Niemals, ich bin ein Schaf. Nein, tut ich renne weg. Oh mein Gott, wir werden sowas von. Wir sind so fertig. Ja, die hatten besseren Loot, glaube ich. Ich glaube einfach nur, dass sie Skill haben. Wow. Das könnte natürlich auch sein. Ja, würde ich sagen, wir gehen direkt in die nächste Runde. Bis gleich. Bis gleich. Ja, wir sind wieder da. Nächste Runde. Oh, hier sind super viele Orbs. Das heißt aber, hier kommt 100. Hallo, what the fuck? Er hat schon einer First Blood. So, und der ist Gold jetzt nicht mit. Ja, da sind wir auf jeden Fall wieder. Mal gucken, ob wir diesmal weiterkommen. Ich glaube, ich meine, der Trick ist ja immer nicht looten, sondern Gegner töten. Ja, oder halt im Notfall auch Gegner töten. Dip. Ein Orb. Double Kill. Hat er sich einfach mal ein Double Kill gegönnt. Was ist der Krian? Wie er mir mein Geld geklaut hat. Nee, das hast du vollkommen falsch gesehen. Achtung, das geht hoch. Ja. Du hast nochmal gegengetreten. Also seine eigene Schuld. Nee, habe ich nicht tatsächlich. Ich bin einfach weitergerannt. Hier ist ein Shop. Wenn du was kaufen willst. Wie so Leben beispielsweise, sagst du? Zum Beispiel. Ich habe jetzt eine Schnitterklinge.
Und wir sind sogar in der Zone, nice. Ich nutze mal meinen einen Heiltrank. Du bist neben mir, ja, du bist neben mir. Ja, ich bin da, hallo. Ich habe mir in der Lobby schon mal einen Heiltrank gekauft, war ja klar, dass ich Damage bekomme. Ich habe irgendeinen anderen Trank. Irgendwas Grünes. Du kriegst auch Gold, einfach nur fürs Überleben, sehe ich gerade. Nice. So, wollen wir Richtung Truhe aufbrechen? Wo ist sie denn? Das ist halt letztes über uns, also südlich von nördlich von uns. Und das hatte ja letztes Mal dieses, so geklappt. Dieser grüne Stern, meinst du? Ja, da werden Truhen spawnen. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist, aber wir können uns auch verstecken. Du meinst so, das ist so. Lass uns diesmal nochmal da hingehen und nächste Runde gucken wir, wie weit wir kommen mit Verstecken. Da wird aber 100 pro einiges los sein. Ja. Okay. Denk dran, Gebüsche kann natürlich wieder drin sein. Oh, da war ein kleiner Leck. Hier ist noch eine rechte Maustaste-Fähigkeit. Ich habe hier auch noch eine liegen. Die ist durchgestrichen bei mir. Die ist nicht durchgestrichen. Ist ja, weil die blau ist. Ah. Und du kannst die dann immer enchanten auch. Also mit Shift, dann kriegst du ein paar Punkte, Gold, keine Ahnung was. Interessant. So. Also man merkt auf jeden Fall. Ich habe hinter uns was gehört. Echt? New Event. Oh, es gibt ein neues Event. Oh mein Gott, Fallschirmabwurf. Kommen neue Leute in die Kluft. In der Mitte. Wenn du Tab drückst, siehst du den Fallschirm. Ich hab die Karte eh auf relativ groß. Die ganze Zeit? Boah, ja. Ist das nicht zu viel? Das ist krass. Das ist schon krass, ja. Das war bei mir aber eben die Standardeinstellung, deswegen hat mich das gar nicht irritiert. Ich hab's jetzt mal gewechselt. Linksrum geht's zum Fallschirm. Ja, rechtsrum auch. Oh, er ist rot schon. Da links ist auch jemand gestorben. Links von uns kommen welche. Okay, ich bin im Gebüsch. Ich bin bereit. Zumindest höre ich da was. Da habe ich auch was gehört. Lass uns das angucken gehen. Sollen wir hier warten? Ja. Hinterhalt kreieren. Die Frage ist, wie gut sie uns sehen können. Ich glaube gar nicht, wenn wir im Gebüsch sind. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas auf der Map, was man hören kann. Es klang aber so. Ich kann Steine werfen. Ich höre jetzt nichts mehr links von mir. Ja gut, dann lass uns weitergehen zum Fallschirm. Oder wollen wir mal gucken gehen? Nee, lass uns zum Fallschirm gehen. Da werden mehr Leute sein. Außerdem haben wir jetzt schon 4,5 Minuten überlebt. Da rechts höre ich auch was. Ich auch, aber das hört sich nach Fight an. Ja, Fight. Haha, ich habe ihn angestochen. Oh, die ballern ziemlich heftig. Nope. Los! Ah, Hilfe! Ey, das ist nicht gut, die machen Damage. Flucht. Schnell, oh verdammt. Oh, Krian, falsche Richtung. Krian! Ja. Ich habe keine Ahnung, wo du hin bist. Ja, in deine Richtung. Und du bist dann wieder zurück in Kampf. Ja, weil ich nicht wusste, wo du bist. Damn, Map Vision. Ich flüchte jetzt aktiv. Scheinbar wurde das akzeptiert. Das kann ich, oh, ich kann hier einen Pilz essen. Oh, diese Pilze geben Leben, die großen. Wow, was ist mit mir passiert? Todeswiederholung. Willst du es nochmal angucken? Revolver-Shot, Vorteil, Water, Revolver-Shot, tot. Also Fernkampf scheint wesentlich effektiver zu sein als Nahkampf, muss ich ja gestehen. Ja, wenn du mal hitten kannst. Ja, also klar, man muss schon treffen. Das ist logisch. Aber wenn ich auf die zugehe, dann treffen die mich meistens halt schon. Ja, du hast aber auch recht, dass Karotten und Pferde wichtig sind. Also dass Pferde Karotten brauchen. Ja, also weil unten bei den Pferden wird halt so eine Karotte angezeigt, deswegen. Ich habe einen Tendor-Swing. Jetzt kann ich ein bisschen swingen. So, da drüben sind ganz viele Menschen gestorben. So eine Minute bis. Oh, das ist eine Katze oder so gewesen. Ui. Ui, nicht ui.
Alter Vater, was geht hier ab? Was passiert hier? Das Ding teleportiert sich in alle Richtungen. What the fuck? Hier, wir sind auf Platz 6 gelandet. Yay. Wollen wir noch einen Versuch machen? Ja, die Folge wäre aktuell sonst zu kurz. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Kieran, wo gehen wir runter? Keine Ahnung. Lass uns oben links ins Gebäude des heruntergekommenen Bergfried. Da will ich hin. Let's Bergfried. Go. Bergfried. Ah, du bist schon rausgesprungen? Ja. Ja, gut, dann Hier sind auch Gegner. Ja, ich weiß, ich hab's gesehen. Ich fall erstmal hinter das Gebäude. Nein, jetzt bin ich im Gebäude. Ich bin auch im Gebäude. Hallo! Ja, das bist du. Ja. Ich hab da gerade was anderes verstanden. Wir müssen aufpassen. Die sind hier drüben. Die sind hier drüben, Kieran. Komm, auf! Ja. Bam! Ui. Alter! Drauf da! Komm schon, der hat nicht mehr viel. Der andere. So. Er ist weg. Der ist bei mir. Er ist hinter mir. Er ist ein Arschloch. Da kommt noch einer. Oh, der hat Leben bekommen. Okay, der taucht gleich wieder irgendwo auf. Er ist fast tot. Wo ist er hin? Bam. Oh, er reitet weg. Ich trinke erstmal ganz kurz einen Heildrunk. Bist du hin? Da. Da bist du. Wir müssen ihn hier in der Ecke einkesseln. Der ist abgehauen. Nein. Wie hat er das gemacht? Der hat wahrscheinlich eine Fähigkeit. Schwarze Magie. Ich trinke einen Heiltrank. Hier in der Mitte irgendwo. Der hat nicht mehr viel gehabt. Scheiße. Wir waren gut. Aber ich glaube, hier laufen noch andere rum, Kieran. Ja, hier bei mir. Okay, bin auf dem Weg. Der countert. Hinter dir. Der ist fast down. Ha! Oder? Hier. Der kommt wieder zu dir. Du grüner Wichser. Jawohl. Der macht wieder irgendwelche... Der hat gerade Teufelszungen genommen. Achtung, der hat nicht mehr viel. Hinter dir. Ich bin tot. Ja, ich weiß, aber... Nein, haben ich bin... Haben wir was umgebracht? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Der eine war auf einmal weg. Aber ich glaube... Wow, Kier, was war das? So meine Ultimo. Nein. Ich bin gestunt. Wir waren Platz 11. Ja, das waren wir aber schon mal. Ja, wir waren auch schon besser. Aber, also, besser in der Position. Ich will noch eine Runde spielen. Ich habe jetzt ein Fernkampffeld. Da muss was gehen. Gut, dann halt nochmal. Kommen wir doch auf 20 verschiedene Runden pro Folge. Ja. Also, bis gleich. Bis gleich. Da sind wir auch wieder. Willkommen zurück. Keine Ahnung, wie viele Runde. Aber die letzte. Ich glaube, das ist jetzt die 7. oder so, wie wir spielen. Zwei davon habt ihr bei mir zumindest nicht gesehen, weil ich dachte mir, wenn wir längere Ladezeiten als Spielzeiten haben, hat sich das nicht wirklich gelohnt. Gut, deswegen, wir sind jetzt ein bisschen abseits unter... ich habe eine Karotte gefunden. Irgendwer hat schon First Blood gemacht. Die Schweine. Ich habe Geld. Das ist gut, Krieger. Ich habe auch lauter Fähigkeiten, also ich komme mit diesem Konzept, dass... Klicken, so rumlaufen ist nicht klar. Es ist wirklich hier oben wäre ein Shop, wenn du möchtest. Nö, ich wüsste gar nicht, was ich mir holen soll. Ich habe Q, E, R und rechte Maustastenfähigkeit. Ich war mir gerade nicht sicher, ob ich dich gehört habe oder jemand anderen. Also hinter uns wurde auf jeden Fall gekämpft, aber da vorne sind auch schon einige Leute tot. Let's see if we find some loot. Oh, hier wurde gelootet. Das heißt, hier werden Leute sein. Ja, dann. Geh mal wieder, ne? Ja, geh mal nach Hause, komm. Da rechts sind Hühner, die können wir braten. Ich hab Feuermacht. Ja, ist doch gut. Dann gucken wir, wir können ob wir hier über die Brücke können. Vielleicht ist da was. Interessantes auf der anderen Seite für uns. Ein reißender Fluss auf jeden Fall. Ja, da ist, glaube ich, so ein Teleportpunkt. Kann es sein? Gibt es sowas? Es sieht auf jeden Fall wie ein Portal aus auf der Map. Ja, ne? Auf der anderen Seite wird geschossen. Ja, ich habe gerade geschossen. Ach so. Weil ich so einen Orb halt wegmache. Eine Leertastenfähigkeit.
New event. Hier rechts ist anscheinend irgendwas. Da kommt eine Truhe in 30 Sekunden. Hier war auch schon jemand. Ich will dieses Teleport-Ding da eigentlich finden. Jo, dann das kenne ich noch nicht. Versuchen wir das einfach mal. Double kill. Rechts von uns kommen welche, ja. Ah, das ist ein Teleport. Da hat das Teleport-Ding genutzt. Ich würde sagen, das nutzen wir nicht. Da kommt noch einer. Nutzen wir das oder? Ja, wir nutzen. Ich bin tot. Okay. Ja, ich bin tot. Ich werde festgemacht. Ich kann nichts machen. Ach, macht dieses Spiel ja Spaß. Kann ich bei sowas über Wände springen? Ich bin eingekesselt, das ist nicht gut. Das sind die beiden Cthulhus. Ja gut, ich würde sagen, das war's mit Battle Right Royale. Vielen Dank fürs Zusehen. Nächste Woche Montag kommt was anderes, wo wir vielleicht besser sind. Ja, ist ein Free-to-Play-Spiel, gibt's auf Steam. Also wenn ihr Bock habt, schaut's euch an. Vielleicht ist es ja was für euch. Habt eine gute Woche, haut rein und bye bye. Und tschüss.